Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Vizekanzler, werte Mitglieder der Bundesregierung. Ja, normalerweise bei einem Budget geht es ja um das Verteilen begrenzter Mittel. Da ist nur so viel Geld da, alle Minister pilgern zum Finanzminister und wollen sich etwas holen. Und naturgemäß wäre es so, dass dann einige unzufrieden sind, weil sie nicht alles bekommen haben. Bei einem normalen Budgetprozess jammert die Justizministerin, ich hätte mehr Richterstellen braucht und es ist eine Katastrophe für die österreichische Justiz. Und es jammert die Verteidigungsministerin, neue Hubschrauber hätte braucht, die Sicherheit bricht zusammen. Und es jammert der Innenminister, er hätte 5000 Polizisten braucht und nicht bekommen. Und heuer hat niemand gejammert, kein einziger Minister hat gejammert, weil alle alles bekommen haben. Alle haben alles bekommen. Der Finanzminister hat die Hydrantenventile geöffnet und das Geld hinausschießen lassen. Und das hat zur Folge, dass wir nächstes Jahr ein Budgetdefizit schreiben, das ungefähr so groß ist wie im Mega-Corona-Krisenjahr 2020. Und 2020 haben alle verstanden, auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, es ist ein Ausnahmejahr, da muss die Republik tief in die Taschen greifen. Das war teuer, Kurzarbeit, Unternehmensförderung, alles Mögliche, ja. Aber das war im Megakrisenjahr. Und nächstes Jahr, das 2024, schaut jetzt nicht so schlecht aus, schreiben wir das Gleiche. Und so geht es mit dem Bundesfinanzrahmen für die nächsten Jahre fort. Diese Regierung hat es nicht mehr im Griff, nicht mehr unter Kontrolle. Das Budget ist völlig aus den Fugen geraten. Und dann beruft man sich gerne auf Experten. Und dann sage ich nur, was haben denn die Experten gesagt? Gabriel Felbermayr beurteilt das Defizit als wörtlich problematisch. Und der immer extrem moderate Fiskalratspräsident Christoph Bartelt hat gesagt, dass strukturelle Defizit ist ein wirkliches Problem und Sie konnten ihn leider nicht sehen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, beim Budget-Hearing hier im Parlament. Es ist ein bisschen schwierig, sich den Professor Bartelt grumpy vorzustellen, aber ich sage Ihnen, er war wirklich grumpy und ich habe es cool gefunden. Nun, jetzt schauen wir auf mein Herzensthema, auf die Pensionen. Heuer und in den nächsten 4 Jahren muss aus dem Steuertopf die Summe von 160 Milliarden Euro zu den Pensionen zugeschossen werden. 160 Milliarden Euro, das ist, um das ein bisschen in ein Verhältnis zu setzen, 18 Mal die Hypo Alpe Adria. Nur damit Sie spüren, wie viel das ist. 18 Mal die Hypo Alpe Adria versenkt diese Regierung im Pensionssystem, indem sie nämlich selbst jedes Jahr Maßnahmen gesetzt hat, die ein bestehendes System, das ohnehin schon großzügig ist, noch weiter verteuert haben. Die Regierung bläst das Geld hinaus zum offenen Fenster. Und mit dem Ergebnis, dass die Durchschnittspensionen schneller steigen als die Beiträge. Die Einkommen der Pensionisten steigen seit Jahren schneller als die Einkommen der Erwerbstätigen. Und in einem Umlageverfahren kann das nicht gehen. Da brauchen wir immer eine Balance zwischen den beiden Seiten. Und dann gibt es ja Leute, die behaupten, das österreichische Pensionssystem wäre wörtlich gut, nachhaltig und sicher. Also das kann ja nur jemand sein, der das System nicht verstanden hat oder aus tiefstem Herzen unehrlich ist mit den Menschen. Weil sicher ist das System schon für die, die heute 80 Jahre alt sind, keine Frage. Und für die, die vielleicht 70 sind. Aber nachhaltig ist es nicht, weil beim Global Pension Index, das 44 internationale Pensionssysteme verglichen hat, ist Österreich in der Nachhaltigkeit am letzten Platz, Platz 44 von 44, ganz hinten. Und das, was Sie machen, ist ein Vergehen an der jungen Generation. Und dann stellen Sie sich hier heraus und tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Es ist ein Desaster und da vergehen Sie sich an der jungen Generation.